Stirn wird verboten hier. Wieso? Weil ich wollte da nicht frei sein. Warum suchst du die erste Runde? Ich bin schon mal da. Was passieren kann. Die Senke vor der Brücke. Ja, okay. Also komplett an alles überholt, schauen Sie. Seit heute Morgen um 8 ungefähr, kurz nach 8 vielleicht hier schon unterwegs gewesen, um die Tiere zu evakuieren bzw. sie hier zu sichern vor den ganzen Fluten. Die 5 Kaninchen sind in Sicherheit, die Ponys sind hier oben und auch natürlich die Eselstute ins Dorf gebracht. Alle anderen Tiere sind soweit erstmal versorgt, dass die 2-3 Tage auch ohne unsere Hilfe mit Futter und Wasser auskommen würden. Wir haben alle Tiere in die obersten Ställe gesperrt, die wir jetzt so nicht mitnehmen konnten auf die Kürze der Zeit. Gegen 11 Uhr hat uns die Feuerwehr hier selber rausgeholt, weil sie gesagt hat, wir Helfer sind in Lebensgefahr, das können sie nicht weiter dulden. Da gab es keine Möglichkeit, hier noch mehr Tiere sozusagen rauszuholen. Was jetzt spannend ist, ist, ob der Zenit des Wassers sozusagen schon geschafft ist oder nicht. Jetzt haben wir gerade die Vermutung, dass es jetzt so gegen 16 Uhr schon so um die 10 cm gefallen ist. Ab in einer Stunde spätestens ist schon wieder Starkregen gemeldet. Jetzt so haben wir keine Chance, an die Tiere ranzukommen. Es sind noch ungefähr 35 Schafe und Ziegen im Ganzen auf unserer Arche Noah. Die heißt seitdem Arche Noah, seitdem das Jahrhundertwasser 93 hier gewütet hat und die Tiere da aber tatsächlich sicher gestanden haben. Die stehen jetzt ungefähr noch ein Dreiviertelmeter aus dem Wasser raus. Denen geht super. Aber die Frage ist halt, sinkt es jetzt oder nicht? Die Entenvögel, könnte man glauben, haben kein Problem. Die haben wir natürlich auch nicht eingesperrt. Die müssen schauen, wie sie klarkommen. Die Schwäne kommen auch ganz gut klar. Wenn die Tiere aber natürlich hier in die Wassermassen reingeraten und das ist doll und reißen, dann haben sie keine Chance. Dann können wir nur hoffen, dass sie sich irgendwo in Sicherheit bringen. Wir sehen schon, also man kann von hinten ein bisschen rangucken, dass die Gänse und die Enten alle schon irgendwo am Rand sitzen und sich irgendwo Schutz gesucht haben. Die Frage ist, sinkt es ab jetzt oder nicht? Besonders tragisch ist die ganze Sache hier, dass wir jetzt hier seit fast 2 Jahren dran sind, den ganzen Schwanteich von Grund auf zu renovieren und wieder
hinzukriegen. Jetzt im Moment sieht es so aus, als wären die sämtlichen Zwischenzäune eben weg und kaputt, als wären ganz viele der Renovierungsarbeiten, die wir schon geleistet haben, für die Katz. Wie natürlich hier der ausgebaggerte Teich später aussieht, da kann sich keiner von uns bis jetzt ein Bild machen, das werden wir sehen. Wir konnten durch das Erbe, was wir hier als Schwanteich bekommen haben, unglaublich viele Dinge bezahlen. Wir haben von der Aktivgemeinschaft, von privaten Firmen, wir haben hier viel zugeschossen bekommen an Manpower und an Geld und an Hilfe und so weiter. Und dass das jetzt natürlich durch so ein Hochwasser in noch nicht mal einem Jahr irgendwie wieder weg sein soll, das können wir uns gerade noch gar nicht ausmalen. Mal schauen, wie das wird. Wenn wir das jetzt hier so ganz grob überschlagen, rechnen wir in den letzten 2 Jahren mit einem Investitionsvolumen von einem höheren 5-stelligen Betrag, den wir hier in den Schwanteich gesteckt haben und andere Leute uns eben mit unterstützt haben. Im Fall der Fälle ist der jetzt mit den Fluten die A runtergegangen. Hallo. Ein bisschen was Nettes noch dabei, ne? Irgendwelche Blümchen im Vordergrund.